Da frage ich mich immer, lieber Herr Träger, Arbeiterpartei, SPD, Klimaregierung, weißt du auch, dass jedes einzelne dieser Kernkraftwerke, die du so sehnlichst abschalten möchtest, 3 Tempolimits wert ist? Von der CO2-Einsparbilanz her? Nein, wahrscheinlich weiß Herr Träger das natürlich nicht. Heute, Zitat, zweites Zitat, lese ich vom Chef der Bundesanstalt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralf Thiesler, er rechnet mit Stromausfällen in diesem Winter. Und die Städte und Gemeinden sollten sich bitte darauf gefasst machen, sich vorzubereiten mit Notstromaggregaten und Ähnlichem. Dabei wurde uns doch gesagt, wir haben gar kein Stromproblem. Was läuft da jetzt falsch? Gleichzeitig drittes Zitat. Follow the science. Wir sind die letzte Generation. Es kleben sich derzeit hier in Berlin jede Menge Leute auf die Straßen, um was zu erreichen. Die Ziele sind ziemlich bescheiden eigentlich. Die Leute wollen Tempolimit 100 oder 120. Wisst ihr, wie viel das ungefähr CO2 einspart? Wir haben es ausgerechnet, es ist ungefähr 2,6 Megatonnen pro Jahr. Das ist das, was ein Kernkraftwerk im Drittel vom Jahr erwirtschaften würde an CO2-Einsparung. Das heißt, da frage ich mich natürlich, wenn ich jetzt alles das zusammengucke, warum um alle Herrgott in der Welt kleben sich diese Leute nicht mal vor einem Kernkraftwerk fest? Einfach nur, um zu demonstrieren, wir stehen hier vor dieser Anlage. Und was macht unsere Regierung in der Zeit? Wenn wir jetzt mal all diese 3 Zitate nebeneinander legen, was macht unsere Regierung? Sie stellt sich hin und sagt, nö, Kernkraftwerke brauchen wir im April nicht mehr. Ab 16. April wird alles wunderbar sein. Und deswegen hat diese Regierung ungefähr ein halbes Jahr, inzwischen sind es 8 Monate, rumgenölt, ausgesessen, abgelenkt, Gegenwissenschaft mobilisiert, Fakes verbreitet, Falschaussagen verbreitet, am laufenden Band, nur um bloß diesen Elefanten im Raum nicht adressieren zu müssen, nämlich die Frage, ob wir nicht doch besser die 6 noch betriebsfähigen Anlagen, die wir haben, wenigstens mit frischem Brennstoff ausrüsten und sie laufen lassen. Und alles, was wir derzeit sehen, spricht dafür. Siehe Stromknappheit, siehe Klimakrise. Diese beiden Sachen spätestens sollten uns klar machen, dass die Kernenergie an einer Schnittstelle steht, nämlich genau an dieser Schnittstelle von Versorgungssicherheit und Klimasicherheit. Und ich möchte von keiner Bundesregierung nie wieder das Wort Klimasicherheit hören, wenn sie gleichzeitig Kernkraftwerke abschalten. Das kann's nicht sein. Was sie nämlich tun, das ist, sie haben massenweise Kohlekraft wieder ans Netz geholt. Das ist die Bilanz unserer Klimaregierung. Deswegen würde ich euch fast bitten, liebe Freunde, die ihr da am laufenden Meter Kernenergie ja bitte Aufkleber da auf euren Rollen habt. Geht rüber zum Paul-Löbe-Haus, da gibt es jede Menge Glasfassaden. An jede einzelne Scheibe gehört ein so ein Aufkleber. Dass die Abgeordneten, wenn die da am Montag reingehen in dieses Gebäude, in dem ich letzte Woche auch war, dass die dann einfach mal sehen, was ist hier Sache. Und jetzt Themenwechsel, noch ein kurzer Rückblick auf was ich erlebt habe in diesen Ausschüssen, in denen ich da letzte Woche, also hier einmal kurz durch den Park, hinterm Reichstag, Paul-Löbe-Haus, da tagen unsere Ausschüsse und da hatte ich am 9. November ganz interessante Erlebnisse. Ich war erst im Petitionsausschuss und danach im Umweltausschuss und in beiden Ausschüssen merkte ich eigentlich, ja Leute, wenn so mit unserer Demokratie und so mit wissenschaftlichen Erkenntnissen umgegangen wird, wie in diesen beiden Ausschüssen, dann wundert mich es auch gar nicht, wenn Leute hingehen als Ultima Ratio sich auf die Straße kleben müssen. Weil das, was ich da erlebt habe, war Folgendes. Im Grunde war eh schon alles entschieden. Ne? Also als im Umweltausschuss als Sachverständige auftraten, da war nebenbei im Reichstag schon die Debatte am Laufen und Frau Lemke hielt ihre Rede, die natürlich gespickt war mit Anti-Atom-Propaganda, die dann Nolens Volens sagen musste, naja, ich bin für dieses Gesetz, obwohl sie eigentlich dagegen war. Da wurde also diese Laufzeitverlängerungsdiskussion eigentlich schon im Parlament geführt, ohne vorher die Sachverständigen gehört zu haben. Das war eigentlich schon eigentlich ein Theater, was wir da abgezogen haben im Umweltausschuss. Leider war es auch aus anderen Gründen ein Theater. Wir hatten jede Menge an atomkritischen Sachverständigen in diesem Ausschuss, die dann von SPD und Grünen und Linkspartei eifrig befragt wurden und jede Menge
letzten Endes Fakes in die Gegend bliesen. Ja? Also mit Wissenschaft hatte das wenig zu tun. Frau Kämpfern zum Beispiel, die obstinat behauptet, erneuerbare Energien und Kernenergie seien inkompatibel. Was sie nicht weiß, ist, dass Kernkraftwerke relativ gut lastvoll gefahren. Das heißt, die fahren denen lustig hinterher, den Erneuerbaren, haben überhaupt keine Probleme, mit denen zu kooperieren. Was immer wieder kam, war die Behauptung, die Kernenergie sei in Wirklichkeit überhaupt nicht CO2-arm. Und dann hat man da mit falschen Werten operiert. Das hat vor allen Dingen der Herr Staatssekretär Stefan Wenzel, mit dem ich sogar auf Du bin, aus Zeiten der Endlager-Such-Konferenz-Vorbereitungsgruppe. Das hat er da einfach mal so ins Plenum geblasen, ja? Ohne Widerspruch. Was wir auch erlebt haben, ist, dass tatsächlich den pronuklearen Sachverständigen oder eben dann auch den pronuklearen Petenten in den beiden Ausschüssen regelmäßig die Redezeit beschnitten wurde, während den antinuklearen Stimmen die Redezeit nicht beschnitten wurde. Das heißt, insgesamt haben wir wirklich Dinge erlebt, die nicht dazu angetan sind, Vertrauen zu generieren in unsere Demokratie. Das ist leider meine etwas bittere Bilanz aus diesen beiden Ausschüssen hier hinter dem Park. So, und jetzt kommt noch eine kurze Überlegung, was sollen wir denn jetzt machen? Also, was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt, den wir tun sollen? Sollen wir jetzt nach Hause gehen und sagen, na okay, die Laufzeitverlängerung ist jetzt irgendwie so, ist das Minimum beschlossen worden, wozu sich die Grünen durchdringen konnten und das ist jetzt dieser Streckbetrieb und im April ist Schluss? Oder was sollten wir jetzt eigentlich tun? Und da muss ich natürlich sagen, habe ich auch einige selbstkritische Dinge, vielleicht euch mit auf den Weg zu gehen. Jedenfalls selbstkritische Dinge, die ich so aus der Diskussion der letzten Jahre einfach mitgenommen habe, aber auch Dinge, von denen ich sehe, dass sie womöglich hier an dieser Stelle, zum Beispiel mit dieser Demo hier, eigentlich ganz gut angegangen werden. Und das ist tatsächlich die Frage, welche Botschaft senden wir aus? Und diese Botschaft muss tatsächlich sein, wir müssen, um ein Industrieland zu bleiben und die Klimakrise anzugehen, müssen wir zwei Dinge tun. Wir müssen die Kernenergie behalten und ausbauen und wir müssen die erneuerbaren Energien behalten und ausbauen. Und genau mit dem zweiten haben viele Nukis doch noch ziemliche Schwierigkeiten, wenn ich insgesamt die Diskussionen vor allen Dingen in sozialen Netzwerken betrachte. Das bedeutet für uns, wir müssen mehrerlei Dinge tun. Das erste ist, wir werden jetzt zunehmend sehen, dass rund um uns in Europa in Sachen Versorgungssicherheit und Klimasicherheit jede Menge Dinge getan werden, die anders aussehen als das, was die deutsche Bundesregierung macht. In Polen werden Kernkraftwerke gebaut werden. In Tschechien werden sie ausgebaut. Frankreich wird nach Überwindung, hoffentlich Überwindung seiner derzeitigen Krise nukleär, auch neu bauen und nachrüsten. Das heißt, wir sind umgeben von Ländern, deren Atomstrom wir natürlich heimlich, still und leise nutzen werden. Das heißt, der Atomstrom wird aus dem deutschen Netz natürlich nicht verschwinden. Umso mehr sollten wir darauf hinweisen, dass es dann überhaupt keinen Sinn macht, unsere Kernkraftwerke stillzulegen. Das ist das Erste. Wir sollen also immer wieder darauf hinweisen, dieses Problem werden wir europäisch lösen. Und dass wir hier so viele Menschen aus allen möglichen Ländern Europas hier haben, ist schon mal ein guter Schritt dahin. Der zweite Punkt, wir werden ein Bündnis mit der Klimabewegung schließen müssen und wir werden daran arbeiten müssen. Und das ist, was wir bislang nicht geschafft haben. Das hat zwei Gründe. Erstens, ein Teil der pronuklearen Leute hat mit der Klimabewegung überhaupt mit Klimaschutz ziemlich wenig am Hut. Das muss man angehen, dieses Problem. Der zweite Grund liegt nicht bei uns, der liegt direkt an der Klimabewegung selber, die letzten Endes derzeit eigentlich altgrüne orthodoxe Programme kopiert. Ja, also die Klimabewegung, ihr ist es eigentlich nicht gelungen, ein wirklich eigenständiges Konzept zu entwickeln, was sich unterscheidet von dem, was die Regierung mehr schlecht als recht da veranstaltet. Ne? Also die unterscheiden sich in ihrer Forderung, es muss alles 100%ig erneuerbare Energien sein, eigentlich nicht von der Bundesregierung, nur wollen sie es schneller machen, als die Bundesregierung es kann. Und warum kann die Bundesregierung das nicht? Weil sie es technisch nicht kann. Und genau in diesem Punkt lügt sich die Klimabewegung eben in die Tasche. Das heißt, hier liegt es tatsächlich nicht nur an uns, aber was an uns liegt und was wir tun können, ist Angebote zu machen. Das heißt, wir sollten trotzdem immer wieder versuchen, diesen Dialog aufzunehmen
Und deswegen würde ich sehr darum bitten, auch wenn es Menschen schwerfällt, lasst das Bashen von erneuerbaren Energien, lasst das Bashen der Klimabewegung, es wird euch nichts bringen. Wenn wir diese Sache durchfechten wollen, werden wir es im Bündnis mit sozialdemokratischen, liberalen, teilweise grünen und Klimaschutzkräften in dieser Republik schaffen. Wir werden das alleine nicht schaffen. Wir werden es auch nicht im Bündnis mit Kräften schaffen, die womöglich rein formal dasselbe sagen wie wir. Sie wollen Kernenergie, wie zum Beispiel die AfD. Aber bitteschön, die AfD sagt uns auch, Kohlekraft ist für sie kein Problem, weil sie wollen einfach das zurückhaben, was in den 80er Jahren so wunderbar gelaufen ist unter Kohl, als die Welt noch in Ordnung war. Aber wie wir wissen, ist die Welt heute nicht mehr in Ordnung. Wir müssen den Klimawandel irgendwie adressieren und bearbeiten. Und das geht meiner tiefen Überzeugung nach nur in einem Verbund, in einem komplementären System von Kernenergie und erneuerbaren Energien. Und das wäre mein Vorschlag, uns darauf zu konzentrieren. Dankeschön. Danke, Anna-Veronika Wendland, die auch ein Buch darüber geschrieben hat. Kauft es, Atomkraft. Ja, bitte, wie Kernkraft uns jetzt retten kann. Wir wollen euch hier...